Willkommen bei einer neuen Folge von Fresh DS. Wir sind noch bei How Pros Play Engine, diesmal mit der T-Side, und zwar die T-Side von Anthropic und Gamers Legion, über die B-Ramp Control. Seht selbst! Die T-Side auf Ancient wird kontrolliert, und zwar über die Bay Area und über die Mitte, aber hier in diesem Video geht es über die B-Area. Und zwar besonders die Rampe. Und ich habe mir zwei Teams rausgesucht, und zwar Anthropic und Gamers Legion, die zusammen oder gegeneinander in der Isaiah Premier gegeneinander richtigen Clash hatten. Also seht selbst, B-Rampe-Kontrolle. Okay, die B-Ramp-Smoke ist für den einen oder anderen vielleicht neu, aber es geht hier ein bisschen um den Feinschliff von Utility-Usage. Und zwar, man kommt von der T-Side, von hier, von den Ruins, so wird das hier beschrieben beim Radar. Ich aim ein bisschen weiter rechts von der Kante der Kiste, laufe hier nach vorne, und bevor ich hier ungefähr lande, werfe ich die Smoke ab. Die Smoke kann unterschiedlich liegen, und zwar, die kann hier vorne dran liegen, sie kann auch hier liegen, müsst ihr ein bisschen aufpassen und dran arbeiten. Diese Smoke ist dafür da, dass die CTs keine Info haben. Ne? Wir sehen später noch, wie man das countern kann, aber zuallererst, der CT wird hier geblockt, somit hat er keine Info, was hier passiert, ob die Ts rushen, ob die Ts hier vorlurken wollen und so weiter und so fort. Also für den CT denkt man eigentlich, es ist ja gut, wenn abgesmoked ist, aber das will der CT selber machen. Wenn der T da einen Plan hat mit seiner Smoke, dann kann es eklig werden. Aber jetzt erstmal zu den Plays bei dem intensen Match Anthropic gegen Gamers Legion. Hier die erste Runde von Anthropic gegen Gamers Legion. Anthropic hier steht 0-4, also liegt zurück. Und prinzipiell ist es wichtig, solche Smokes, solche Lurk-Smokes, solche Info-Denying-Smokes chronologisch anzuwenden, also zu leveln, sodass die CTs nie genau wissen, was der T macht, und das bewirkt die Smoke, nochmal kurz zusammengefasst. Und wir beginnen mit einem High-Risk-Play hier von Krat. Also Krat ist derjenige, der hier die Rampe anspielt. Er flasht sich einmal nach vorne, einfach so ein bisschen den Gegner aus der Reserve zu locken. Smoked hier vorwärts, wird hier sogar abgemollied und abgesmoked. Das ist seine Third-Person-Ansicht. Ja, und der schert sich halt nicht. Also die Flash, die neigt, dass die Gegner early peeken können. Und die Smoke natürlich auch, dass sie nicht sehen, was er macht. Und was er jetzt da macht, ist, er hält einfach rein. Er will in diese Lurk-Corner. Das ist einfach die Lurk-Corner, die Ramp-Lurk-Corner, und holt sich den Frag. Er ist schon mal erfolgreich mit dem ganzen Ding. Und ihr seht, die CTs wollten auch sehr aggressiv gehen und können das auch mit dem Play. Also das wurde dezent gecountert mit einer Flash, einer Smoke von Krat, der vielleicht wusste von den vorherigen Runden, wie er das Ganze anspielen soll. Kriegt hier den Frag. Jetzt weiß er, hier steht noch einer, wird hier noch rausgemollied, will vielleicht noch eine Nade werfen, hat auch noch einen Molly in der Hand. Ja, und dann will er leise zurück. Und das ist ziemlich stark gespielt von Era. Und zwar, der macht eine Rechtsklick-Smoke und steht eigentlich Fading-Smoke-technisch bereit, um den Lurker zu punishen. Also wir sehen hier gleich ein kleines Anti-Play hier von Era. Und ja, der Orper von Gamer Legion hat hier den Frag und auch ein bisschen die Oberhand und hat den Counter gecountert. Das ist eigentlich ziemlich cool. Aber nur, dass ihr wisst, das könnt ihr auf jeden Fall mal versuchen. Aber ja, Counter-Strike, wie es lebt und lebt. Die nächste Szene, die ich für euch rausgesucht habe, ist, Krat hat diesmal keine Flash und wirft einfach nur einen Denying Smoke, läuft diesmal links rum, und man sieht hier leider, wurde diese Smoke gefailt für Cave. Die Cave Smoke wird beim Anthropic Default, der meistens über die Mitte geht, da spielt dann noch die Musik, nächstes Video kommt auf jeden Fall darüber, aber ist erstmal egal. Krat mollied hier Cave rein und ist direkt instant gerannt, somit kann er hier schauen, ob ein CT hier crossed, und damit ist er confident, dass hier keiner steht, und er supportet jetzt einfach von hier die Mitte und hat B so gepressured. Glück im Unglück, er kann jetzt hier den Winkel sehr gut halten, dass keiner aufs Cave kommt. Sie wissen, es ist ein Force-Buy oder eine Eco, und Krat hat hier die Position. Also, wenn ihr die Rampe Smoke wirft, dann wissen die CTs nicht, okay, ist ja jetzt was Rampe oder was passiert hier. Na, und damit hat er es auf jeden Fall geschafft und kann dann easy KG rennen. So, jetzt kommen wir ein bisschen zu einer Action-Variante, und zwar Krat smoked hier. Rampe wird hier abgemollied und mollied gleichzeitig auch hier den Cave ab, dass hier keiner rauspushen kann. Währenddessen, seht ihr auf der Minimap, hat Nickelback und Lucky die Mitte gesmoked und getaked. Mit einer Default-Variante, wie gesagt, nächstes Video kommt darüber. Ja, und jetzt da ist der Molly von den CTs weg, den sie early geworfen haben, und Krat spielt hier eine Fading-Smoke, und zusammen mit der Fading-Smoke
habe dir eine Explode Flash und eine Long Smoke und Crud ist hier der Entry und muss auf den Spot, sodass seine Mates auf jeden Fall abliefern können. Schauen wir uns das Ganze nochmal ganz hier an. Und zwar, jetzt kommen die Trade Frags und eigentlich ist jetzt da schon die Überzahl von den TS da. Und man sieht hier noch Lucky, der hier von der Mitte den B-Defender hops nimmt. Somit, ja, hat man geschafft, einen B-Explode mit der Fading Smoke zu spielen und die CTs wurden ziemlich überrascht. Schauen wir uns mal die Overview an von dem Ganzen. So, hier die Overview. Und zwar, ihr seht direkt den Molly von den CTs, die Gegen-Util, also Nate, Molly, in die B-Alley, so nenne ich sie, B-Lower wird sie manchmal genannt, oder T-Side, wer weiß, aber auf jeden Fall hier die Fading Smoke, dann steht Elian oder Elian bereit mit einer Smoke, einer Explode Flash, dann geht's auf den Spot, Crud wird hier durch die Wall sogar gebankt und dann kommt der Refrag und währenddessen sind die Mitte-Frags passiert und ja, ein ganz einfacher Play, den könnt ihr auch im Pack benutzen, also geiles Ding. Lasst uns B-Explode, Fading Smoke spielen, kein Problem. Als nächstes, ihr seht schon, wenn ihr das Chronologische dabei erkennt, es stand 4-0 für die CTs, also für Game Legion, und jetzt hat Entropic ein bisschen sich nach vorne gekämpft und man sieht auch, in der Runde haben die CTs wieder eine gezwungene Eco. Ja, und hiermit eine Anti-Eco-Variante. Diesmal Crud rennt nicht nach oben, er rennt nicht in die, ich sag mal, in die Ramp rein, sondern er hält einfach die Posi und spielt eine Anti-Eco, weil es ist natürlich bewusst, dass die CTs wenig Geld haben, vielleicht ein Half-Buy. Und dann wird er ein bisschen getimed. Aber er schafft es noch, wenigstens zu callen, dass sehr, sehr viele ihn pushen. Und somit, sein Team ist auf der anderen Seite der Map. Hat man sozusagen einen B-Fake gespielt, beziehungsweise einfach einen B-Contact mit der Info von Crud, dass die CTs pushen. Die AK war es wert, wenn man die Runde mitnimmt und den Rest saven kann. So, hier eine kleine, ich sag mal, Anti-Variante von den CTs. Und zwar den Counterboost. Crud hat hier wieder komplett alleine Kontrolle über die B-Alley mit der Smoke, mit dem Molly, einfach ein bisschen Stress gemacht. Und ja, währenddessen seht ihr schon, die CTs stehen hier hinter der Smoke. Crud realisiert es ein bisschen zu spät, hätte er nicht gedacht, vielleicht das nächste Mal ein bisschen früher. War ein kleiner Clash, aber er wird hier ein bisschen gecountert. Also die CT haben die Info. Wir schauen uns mal die Inlay an. Ihr seht hier, dass schon viel Anti-Util geworfen wird. Auch die Nate. Bisschen ungestüm, aber was soll's. Die Smoke hier hat einen sehr guten Gap. Das ist mehr oder weniger eine One-Way. Und man sieht hier, Crud geht nach vorne, traut sich erstmal nicht. Tue ein bisschen. Ja, und hier sieht man ihn eigentlich sehr, sehr deutlich. Das Problem ist, natürlich habe ich hier die X-Ray an und sehe ein bisschen besser. Und Era weiß vielleicht gerade nicht, wie er darauf reagieren soll. Vielleicht ist der Boost auch improvisiert, aber den kann man natürlich als auch als Anti-Play immer benutzen. Und da verschießt er leider, hittet dann noch einen Schuss beim Wegspringen. Ja, und das ist bitter für Gamer Legion, dass sie den Refrag da nicht bekommen haben. Und lucky für Crud, aber somit habt ihr auf jeden Fall eine Antwort gegen diesen Play. Und jetzt hier, ihr seht schon die Score, ich habe gemeint, es ist ein Clash, es war ein Clash, wenn ihr euch das Spiel selber mal anseht, sehr, sehr cool und informativ, meiner Meinung nach. Ja, Crud in der Overtime, erste Overtime, Matchpoint, smoked Molly wieder und hat somit wieder Information und Stress gemacht Richtung B. Schießt ihr hier nochmal ein bisschen wild um die Gegend, fordert noch eine Molly von den CTs und jetzt da hier. Der B-Fake. Es ist ein B-Explode-Fake und dadurch, dass er so gut vorhin geklappt hat, beziehungsweise kontinuierlich aufgebaut wurde, dieses Info-Deny-Play aus dem Default raus, ja, kann Crud hier einfach mit der Flash nach vorne gasen und wird hier zwar gefragt, aber währenddessen sind seine Mates, ich gehe jetzt mal auf Nickelback, schon Richtung A, wo der Molly liegt und dann reagieren sie sehr, sehr stark, explodieren auf der anderen Seite und dann muss nur noch der Frag fallen und jetzt schaut mal auf die Map. Hier sind die CTs nicht nah genug dran. Nickelback hat noch die Smoke, die entweder Donut oder CT geworfen wird. Und dann hat man hier den kompletten A-Side und ein Retake in Unterzahl ist immer schwierig, besonders wenn die Ts gute Kontrolle über die Map haben. Ja, ich denke, durch diese Runde oder allgemein durch die Runden, die ihr gesehen habt, wisst ihr schon in etwa, wie stark die Ramp-Smoke eingesetzt werden kann. Es ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass auf der Map, besonders in der Mitte zum Beispiel und die Reaktion bei A
aufeinander abgestimmt sind. Also, aber trotzdem im Park sehr gut verwendbar, besonders die Fading Smoke, ein B-Explode, tut niemandem weh und ich denke, da wird man den einen oder anderen Winde mit einfahren können. Und hier die Overview nochmal von der Runde. Ich spule jetzt da für euch extra vor, will euch zeigen, was hier passiert. Zwei Leute starten B, zwei Mitte, weil die Mitte auch sehr stark unter Druck gesetzt wird von Gamer Legion, beziehungsweise Gamer Legion von Entropic. Und ja, ihr seht, der Plan vom Coach und IGL von Entropic ist es schon mal A zu gehen und B ist immer gefährlich. Man hat, sieht hier schon Zero verschieben, weil er Mitte nichts gehört hat. Ja, und dann kommt die Flash und von Forrest. Forrester auch noch eine Flash, eine Supporter-Flash. Das ist ganz wichtig, dass da zwei Flashes fliegen, dass der Fake sehr deutlich wird und überzeugend wirkt. Ja, und dann seht ihr, wie das Movement der CTs Richtung B ist. Na, also, ihr seht, wie das Movement Richtung B ist und währenddessen Isaac, der hier raus move, realisiert er, dass Richtung A doch die Leute kommen und dann verliert er das wichtige Duell. Er hätte es noch rausreißen können, aber es ist eine sehr schwierige Situation. Ja. Und dann kommt eben ein gelungener Fake zustande. Aber nochmal zu erwähnen, die Rampe Smoke ist es, wenn man sie richtig einsetzt. So, jetzt kommen wir nicht mehr zu der Smoke, sondern zu dem Molotow. Und zwar einfach der Rampe Molotow, der ähnlich bzw. genauso geworfen werden kann. Und diesmal von Gamer Legion. Wenn ihr Gamer Legion jetzt einmal beobachtet, und zwar GLIM, der wirft den Molly hier ein bisschen höher, der landet hier oben an der Cave, lässt sich hier boosten und zwar in der Anti-Eco. Ne? Damit hat er eine volle Kontrolle. Ich will euch zeigen, was auch wichtig ist. Und zwar nicht nur die Info zu denyen, sondern auch die Info zu haben. Und das macht den Molly so stark. Die CTs können nicht pushen, sie müssen löschen. Und dann hat man sozusagen eine Win-Win-Situation, die Smoke rausgezogen vom B-Spieler, mit der er sich vielleicht auch beim Execute löschen muss, wenn er Dark steht, wenn er Pillar steht oder sonstiges. Und I'm EM. Der Spieler mit der Galil lässt sich hier einfach boosten. Das könnt ihr auch mit einer Scout machen, mit einer Deagle, ne, weil ihr hinten gegen die Leute fighten könnt. Aber ihr müsst extrem aufpassen, weil eine gute Scout oftmals B lang startet und wartet, dass da jemand steht. Also ihr werdet da sehr oft, besonders im Force Buy, fighten müssen oder gegen die AWP fighten. Aber ja, spule ich jetzt mal einfach mal vor. Und da weiß er schon. Also Minimap auf. Es wird entschieden, Richtung B zu gehen mit einem, vielleicht einem Execute, einem Explode gegen die Eco. Und das ist ein sehr guter Gamble von den CTs, auch ein Push. Und somit hat IM erstmal 2 Kills. Da ist er ein bisschen zu wild, indem er gegen Elian, einen sehr guten Schützen, fightet, bis er stirbt. Hätte man besser machen können, aber er wollte halt einfach Firepower zeigen und damit einfach nur die Information für sein Team weitergeben. Die Runde wird auch von Gamers Legion gewonnen, aber hätte auch closer nicht ausgehen können. Ich glaube, 2 gegen 2 wird es auch noch. Ihr seht die HP da gerade, aber schaut euch die Demo an. So, die nächste Runde nenne ich Konditionsrunde oder Konditionierungsrunde. Ihr seht, es ist kein CT Richtung A, es ist auch wieder eine Anti-Eco. Also sehr gerne der Molly in der Anti-Eco wieder geworfen. Und Konditionierungsrunde, dadurch, dass du eher den Molly levelst. So mit weiß man, okay, die CTs können nicht pushen, weil der Molly sehr früh liegt. Also der Molly liegt so früh, dass der CT nicht durchpushen kann, ohne dass man Sound hört. Also für die Info auch noch ganz wichtig. Und falls die CTs B stehen würden, dann würden sie entweder smoken müssen oder sich zurückziehen müssen, weil sie durch den Molly sehr, sehr schlecht sehen können. Aber ihr seht, auch wieder eine sehr schnelle Variante, ne? Nicht nach rechts zu gehen oder sich boosten zu lassen, sondern mit dem Molly einfach Cave einzunehmen mit einem Fast Take. Ich gehe jetzt auf die Orb von Gamer Legion und zwar dieser wirft jetzt einen Molly und IM, der vorhin den Molly geworfen hat, der wirft eine Nade. Zum einen, um die Info zu denyen und sehr, sehr schade, dass Era so viel HP hier verliert durch den Molly. Er will jetzt einen Orb-Peak machen, der fast erfolgreich ist, weil bekommt schon wirklich sehr, sehr viel Schaden. Ne? Und dieser Schuss hätte reingehen müssen, dann hätte er das Duell gewonnen. Lucky hätte ihn wahrscheinlich traden können. Aber und Kret holt jetzt leider für Era den Frag, weil er verschießt. Weil der AWP-Spieler verschießt. Aber das ist auf jeden Fall ein Play, den ihr auch durchziehen könnt. Und zwar den Molly als One-Way benutzen. Ne? Der jetzt gelöscht wurde und Anti-Played wurde. Aber nur, dass ihr seht, das ist auf jeden Fall möglich. So, jetzt die AWP wieder mit dem Molly und dem Boxboost. Auch wieder gegen die Eco. Ihr seht, Gamer Legion spielt diese Variante gerne mit dem Boxboost, mit dem Molly gegen die Eco. Ich finde es sehr stark. Ich habe es bei Navi auch schon gesehen, bei dem Simple hier hoch geboostet wird.
Und die Ava hat halt eine sehr, sehr tiefe Kontrolle auch gegen den Scout, einen sehr guten Peak. Ihr könntet euch ja mal vielleicht hoch in den Himmel flashen, sodass die gegnerische CT-AWP weggeflasht wird und eben wegzoomen muss, weil sie blind ist und nur auf Predict schießen kann. Ja, und hier seht ihr auch wieder, wenn ich spule, Era wird hier sogar beschützt von Zero und ja, der hält einfach seinen Winkel in Überzahl und jetzt da kommt der Call. Was machen Sachen? Einfach aimen und Richtung B kontakten. Ja. Aber nur, dass ihr seht, Anti-Eco wird bei Gamers Legion auf jeden Fall über die Rampe gespielt. Und weil es so schön war, nochmal ein AWP-Play zusammen mit dem Molotov, der nach oben geworfen wird. Der leider auch ein bisschen verkackt wird. Und Era versucht hier, die Flash zu dodgen und einen Frag zu ziehen. Und dadurch, dass er bekannt ist, wird er sehr gut gecountert gegen Entropic. Die wissen auf jeden Fall, wie man die Rampe angehen muss, bekämpfen muss. Und da hat er keine Chance mehr, wird rausgenadet. Aber wieder versucht, den AWP-Play ohne Peak zu geben oder zu nehmen. Und ja, was vielleicht hier gefehlt hätte, war eine Flash in den Rücken. Also ihr müsst euer Mate dann callen, wenn ihr die Ave hier habt, und zwar ihr Mollit selbst, ne? Mate soll euch einfach Himmelrücken flashen und somit ist der CT hier auch ohne Info und du kannst mit Ave sehr schön diesen One-Way-Molly sogar ausspielen. So, mit dem Overview möchte ich euch nochmal ganz kurz erläutern, wie wichtig es ist, die Rampekontrolle bei der B-Area zu erlangen. Und das geht mit Smoke, mit Molly und natürlich müsst ihr auch die Granaten benutzen, so wie sie Entropic jetzt nahezu perfekt benutzt. Hier noch von Forrester, um den Spieler zu finishen. Es wird auch noch abgesmoked. Also ihr braucht die Information. Ihr wollt auf jeden Fall hier kein Entry abgeben von beiden Seiten. Na, natürlich, überall wollt ihr kein Entry abgeben. Aber das ist extrem wichtig, die Rampe unter Druck zu setzen. Von der T-Seite und von der CT-Seite auch zu countern, falls hier mal schnelle Aggression kommt. Weil ihr wollt als CT, wenn ihr die Rampe aggressiv habt, dann könnt ihr auch die T-Alley hier einnehmen, wie es in den anderen Videos schon gezeigt wird. Besonders bei der, ich möchte Wert legen und nochmal sagen, das B-Perfecto-Video als B-Anker ist prädestiniert dafür, die Rampe eben zu finishen. Ich sage wirklich, so unter Druck zu setzen, dass man da nicht mehr viel machen möchte und anfangs keinen Peak ziehen kann. Das war's jetzt da vom Video, How Pros Play Ancient B-Ramp Control T-Side. Und ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Ich blende jetzt nochmal die Stats ein, dass ihr seht, was für ein intensives Match das war und wie viel Mindgames mit der Utility, mit den Varianten verbunden sind. Vielleicht könnt ihr es für euer Team nutzen, auch für Puckplays. Und falls ihr Kritiken habt, konstruktive Kritiken, immer gut gesehen. Falls ihr härtere Kritiken habt, dann schreibt mir vielleicht privat, aber es wird auf jeden Fall gehört. Danke für alles, euer Support ist mein Support. Macht's gut, bis bald, euer FreshCS.